was man da so verdienen kann und wie sich das Ganze hier entwickelt, das teilen wir dann natürlich mit euch. Wir sind selber auch gespannt und wissen auch noch gar nicht so richtig, was wir hier eigentlich machen. Neues Abenteuer. Wir sind jetzt in der Schweiz. Und diesmal ganzer Gegensatz zu den letzten 2,5 Jahren gibt es hier ganz viel Schnee. Das ist so die Gegend, in der wir jetzt zugegen sind. Da vorne ist unser Hotel übrigens. Ganz genau, da vorne. Das können wir später auch noch mal von Namen zeigen. Und wir sind jetzt quasi gerade erstmal hier vor diesem krassen Panorama angekommen, also gestern, um genau zu sein. Wir haben gedacht, wir geben euch mal einen brandaktuellen Einblick, was hier überhaupt die letzten Monate, Wochen passiert ist, was wir jetzt machen, was wir jetzt vorhaben und das Ganze im Schnee. So schnell würden wir da, glaube ich, nicht runterheizen, aber das ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, das letzte Mal, als wir hier im Schneegebiet waren, war mit unserer Crew 2017, 2018 in Tschechien, was übrigens mega geil war. Aber wir sind, wie gesagt, hauptsächlich hier, um hier zu arbeiten. Wir haben uns online beworben für Saisonarbeiter 1 im Service und Saisonarbeiter 2 als Portier und im Potwash. Das heißt quasi Töpfe schrubben. Das habe ich ja in Australien auch schon mal gemacht. Und jetzt ist der Plan, dass wir quasi erstmal 2 Tage frei haben, ein bisschen die Umgebung hier erkunden können. Und dann sollen wir am Montag anfangen. Haben unser eigenes kleines Zimmerli bekommen. Das können wir euch auch nochmal zeigen nachher. Und ja, vor, glaube ich, 5, 6 Tagen haben wir eine Bewerbung geschrieben. Und jetzt sind wir schon hier. Vielleicht auch nochmal ganz interessant, wo wir in der Schweiz sind. Oh, Achtung, Snowboard. Das ist die Berner Alpenregion. Der nächste Ort heißt Wengen. Die Stelle ist quasi auch datiert, denn die ganzen Hotels und Gastronomien, die hier sind, die machen halt, wie schon gesagt, immer nur Saisonarbeit. Und das bedeutet, dass die Ende März, spätestens Mitte April rum, komplett dicht machen und dann erst für die Sommersaison wieder aufmachen. So lange ist quasi unser Plan, hier zu bleiben. Unser Hotel schließt Ende März und bis dahin wollen wir hier auf der einen Seite natürlich eine geile Zeit haben, ein bisschen arbeiten, natürlich auch ein bisschen Geld verdienen, was man da so verdienen kann und wie sich das Ganze hier entwickelt, das teilen wir dann natürlich mit euch. Wir sind selber auch gespannt und wissen auch noch gar nicht so richtig, was wir hier eigentlich machen. Aber das wird schon und Updates folgen. Jetzt aber erstmal Natur pur. Gletscher. Ein Gletscher. Da oben ist er nämlich schon. Überall. Alles gut.
Ort über unserem Ort. Hier sind wir, glaube ich, jetzt eine Stunde oder so gefühlt hochgegangen. Aber es ist ganz angenehm und hier ist es voller. Eindeutig voller, ja. Also auf den ersten Eindruck bin ich ganz froh, dass ich da unten bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist krass. Also. Ja. Ja. So, wir sind jetzt schon eine Weile gefahren und es macht richtig Spaß. Ja, kurz um ein bisschen Kontext zu geben, wir sind gestern genau an diesem Punkt schon mal gewesen, aber die neuen Schuhe, die wir gekauft haben, die sind weder wasserdicht und sie drücken auch ganz schön. Das heißt, gestern musste Christoph abbrechen. Heute haben wir ein etwas schnelleres Verkehrsmittel nämlich gewählt, nämlich den Sled. Den Schlittel. Den Schlittel. Auf Schwyzer. Und jetzt bin wir drunter Schlittel in den Tal. Auf geht's. War der auch schon schnell unterwegs. Ja. Ja, warte, ich mache jetzt mal dich einmal hier so. Oh, fuck. Ergebnis, wenn man versucht zu filmen. Und hast du ein Taschentuch? Das ist halt einer dieser Momente, bei dem man hofft, dass es keiner aus der Ferne beobachtet hat. Und ich freue mich jetzt schon darauf, das Ganze nochmal in Slow Motion anzugucken gleich. Jetzt sieht man es schon nicht mehr. Nee? Nee. Zeig mal deinen Rücken. Da war ja gepolstert mit dem Rucksack hier. Ja. Das ist auch tückisch, weil genau in dieser Kurve kam jetzt einfach Schotterpiste, ja, und da kannst du ja nicht fahren. Das ist das einzige Stück, was hier unbeschneit ist. Also es ist wirklich komplett von oben bis unten alles weiß, außer hier die 12 Meter. Notiz an mich selbst. Stimme dich erst mit dem, sag ich mal, Schlitten ein, bevor du dann anfängst zu filmen, während du fährst. Ein kleines Update, ganz aktuell, weil die anderen Videos aus Neuseeland sind ja schon im letzten Jahr alle gedreht worden und ganz passiert. Genau. Und das, was jetzt demnächst folgt, das war auch schon letztes Jahr, als wir nach Mexiko, Ecuador und Peru gereist sind. Und dieses Video ist aber richtig, richtig brandneu das und aktueller Shit. Und wie man sieht, wir befinden uns hier im absoluten Schneegebiet in der Schweiz, in der Region Jungfrau. Und haben hier eine Arbeit gefunden in einem Hotel für 2 Monate. Ich bin im Service zuständig. Ich bediene Gäste, Hotelgäste, Restaurantgäste. Und Christoph macht Portier und für ein paar Tage den Abwasch. Nämlich das Krasse hier an unserem kleinen Berghotel, dass alles, was hier hochkommt, muss quasi mit dem Zug hier hoch
und dann hier von dieser Zugstation hoch ins Hotel gebracht werden und auch alles, was konsumiert wird, verkonsumiert wird, die ganzen teuren Weinflaschen für hunderte von Franken müssen natürlich hier wieder runtergebracht werden, der ganze Müll. Das muss natürlich alles von den Portiers rauf und runter geschleppt werden. Quasi, was passiert ist. Ja, also vielleicht ist es ganz interessant zu wissen, wie wir den Job überhaupt gefunden haben. Wir haben relativ spät gesucht, erst im Januar. Und da gibt es die Seite hoteljob-schweiz.de oder SCH. Ja. Und Indeed. Und diesen Job haben wir jetzt bei Indeed gefunden und direkt für uns beide jeweils eine Bewerbung geschrieben. Die haben wir zusammen abgeschickt und wohnen dann auch zusammen angenommen und wohnen auch direkt neben dem Hotel in einer Mitarbeiterunterkunft und werden dort auch verpflegt. Müssen fürs Zimmer und fürs Essen 900 Franken bezahlen, was pro Person viel ist. Aber die Schweiz ist einfach auch teuer. Ja. Heute hatten wir einen freien Tag, waren im Grindelwald essen, haben uns mal was gegönnt. 2 Burger, 2 Getränke, 2 Kaffee, 2 Stücken Kuchen. Apfelstrudel? 80 Franken. Und das Schlimme ist, man kann das ungefähr 1:1 rechnen. Und auch dementsprechend ist natürlich der Verdienst. Also wir verdienen so neben diesen ganzen, was uns abgezogen wird für Steuern, sonstiges, was da alles dazu kommt, unglaublich viel eigentlich, mehr als die Hälfte wird da an Steuern abgezogen, verdienen wir pro Person zwischen 1.700 und 1.800 Euro / Franken. Aber man muss halt sagen, in diesen 900, was war das? 900 Franken fürs Essen. Ganz genau, ist halt alles mit drin, ja. Also es ist schon quasi so ein kleiner Tipp von uns, wenn ihr da die Chance zu habt, das alles zusammen in einem Paket zu bekommen. Am Anfang hört sich das viel an, aber im Endeffekt ist nachher das Geld, was man ausbezahlt bekommt, das, was man noch hat. Ja, weil wenn man sich jetzt noch extra um Wohnung kümmern muss, um die Versicherung noch kümmern muss, um Essen noch extra kochen müssen, das müssen wir alles nicht. Also das ist wirklich super gut. Wir haben keinen Arbeitsweg, wir müssen keine Bus- oder Zugtickets bezahlen. Das ist alles unter einem Dach und das ist wirklich der große Vorteil und das würden wir euch auch empfehlen, wenn ihr sowas habt und die Chance dazu habt. Man arbeitet meistens geteilte Schichten oder ganz früh morgens, ganz spät abends, ist einfach Gastro und deshalb ist es super, wenn man kurze Wege hat und alles quasi unter einem Dach hat und das macht einfach das Leben super einfach. Ansonsten ist es für uns aber echt von einem Extrem ins andere. Wir waren ja jetzt erst im super heißen Australien, dann waren wir im sehr armen Südamerika und jetzt sind wir im in der superreichen Schweiz und dementsprechend ist auch das Klientel, also bei uns im Restaurant, im Hotel sind auch ganz schön reiche Leute. Der teuerste Schein, Rechnung? Bisher, ich bin jetzt anderthalb Wochen habe ich jetzt bedient und die teuerste Rechnung waren um die 900 Franken. Also das muss man sich mal vorstellen, dass da Leute kommen und zu dritt, zu viert einfach mal einen Tausender am Tisch lassen, um Mittagessen zu gehen. Ja. Also lasst euch das noch mal ganz kurz, stellt euch das ganz kurz vor, ganz kurz. Da werden einfach für 180 Franken mehrere Flaschen Wein bestellt. Einfach, weil man es kann so. Ja. Und man denkt sich so, okay, was los, Digga? Aber ja, es ist so, ist, so ist es einfach so hier, ist ne? Es, ja. Wenn ihr uns quasi nur auf YouTube so ein bisschen verfolgt, dann habt ihr ja gesehen, Neuseeland, da kamen jetzt relativ viele Videos. Wie Maria schon gesagt hat, ist in der Vergangenheit gewesen. Jetzt sind wir hier in der Gegenwart angekommen und die Videos, die jetzt demnächst noch kommen, Mexiko, Ecuador, Peru, haltet euch fest, es kommen einige actionreiche Vlogs.
die Gegend ist unglaublich schön. Richtig, das muss man dazu sagen. Und wir können das ja mal kurz mal zeigen hier, wo wir hier überhaupt uns befinden. Also das hier ist so der Ausblick. Und das ist auch meistens so der Ausblick, den man halt morgens auch hat aus dem Fenster. Nicht von dieser Seite des Bergs, sondern wir sind auf der anderen Seite. Und ich würde sagen, wir haben tatsächlich auch Glück mit der Unterkunft und mit dem Team. Also es sind nette Leute dort. Die Küche bemüht sich immer ums Essen. Also wir hatten so tolles Essen schon. Lasagne, Burger, Lammfilet. Je nachdem, was halt da ist, eine Suppe, Salat. Das kann natürlich auch ganz anders aussehen. Also wir haben das auch online gelesen bei anderen Arbeitgebern, dass es nicht so gut aussieht. Aber wir hatten jetzt einfach Glück. Weg zur Bahn, das ist ein Weg zur Bahn, dann bei der Bahn kann man gut geldlos werden. Ja, also das Geld, was man verdient, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht gleich wieder so los ist. Da ist es nämlich so, dass wir von unserer Arbeit aus, wo sind die drin? Da im Reißverschluss außen. Den kannst du jetzt nochmal erzählen, dass wir jetzt, wie viel wir zahlen. Wie viel bezahlen wir denn? 8. Genau. Und zwar sind wir jetzt wieder auf dem Heimweg. Normalerweise würde so eine Fahrt von hier aus bis zu da, wo wir hinwollen, pro Person 32 Franken kosten, was schon echt krass ist. Und damit wir ein bisschen günstiger fahren können, haben wir von unserer Arbeit aus hier so einen schönen Pass bekommen hier, wo man mal nur mein Verbrecherfoto zeigen kann, bitte. Die Ähnlichkeit ist unglaublich. Damit bezahlen wir noch 25% von dem Originalpreis und können hier in der Touristenregion ein bisschen günstiger hin und her fahren. Wir müssen quasi mit dem Zug fahren, weil bei uns einfach keine Autos fahren. Das heißt, autofreie Zone. Richtig. Ja, man hat ja jetzt super viele Leute auf Skiern und Snowboards gesehen. Hast du es gefilmt? Und wir haben uns natürlich auch informiert, wie teuer das ist. Und erstmal gibt es die Möglichkeit, was auszuleihen. Anfang der Saison sind es, glaube ich, 300 oder 400 Franken für die ganze Saison. Am Ende der Saison gibt es auch immer ein paar bessere Deals. Dazu kommt aber natürlich noch der Skipass, also damit man überhaupt mit den Lifts und mit den Gondeln und so fahren kann. Und der kostet, glaube ich, auch, je nachdem, was für einen man nimmt, 400 bis 700 Franken. Es gibt aber auch die Möglichkeit, so ein Punktesystem zu nehmen. Dann lädt man das mit 100 Punkten oder 50 Punkten auf und kann darüber fahren. Es gibt viele Möglichkeiten, aber alle sind sehr teuer und deswegen haben wir uns erstmal für einen Schlitten entschieden und sind bisher mit dem Schlitten unterwegs gewesen.